Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Was ihr hier seht, ist der Vergleich zwischen einem Algorithmus, den ich implementiert habe, sowohl in der Programmiersprache C als auch in Python. Und mit dem Python 3.11, also dem im Augenblick dieses Videos aktuellsten Python-Interpreter, der ja bedeutend schneller sein soll als Python 3.10 und seine Vorgänger, habe ich diesen Algorithmus durchrechnen lassen. Das Ergebnis ist, dass C 0,7 Sekunden braucht und Python ungefähr 6,112. Ich habe diesen Vergleich ein paar Mal laufen lassen und es kommt ungefähr raus, dass Python 8 bis 9 Mal länger braucht, um diesen Algorithmus auszuführen, als C. Aber jetzt gucken wir uns im nächsten Schritt einfach auch erstmal diesen Algorithmus an. Worüber reden wir hier eigentlich? Also, ich habe hier ein typisches Python-Skript aufgesetzt. Es gibt ein Shebang, es gibt einen Kommentar, ein Top-Kommentar, ein Dokumentationskommentar. Es gibt ein paar Importe. Es gibt eine Art Data-Class, aber ich habe jetzt nicht das Modul Data-Class dafür genommen. Ich könnte jetzt auch sagen, und so wird es dann auch gleich bei C umgesetzt sein, eine Art Struct. Dann haben wir noch eine, in Anführungszeichen, richtige Klasse mit instanzierten Funktionen. Dann haben wir eine zentrale Funktion, die im Wesentlichen die Hauptarbeit leistet und die Main-Routine. So, was passiert in der Main-Routine? Die Main-Routine initialisiert unser Result-Objekt, sozusagen die Data-Klasse, die keine Data-Klasse ist, oder das Struct, das kein Struct ist, also der Datencontainer-Object. Und Object hat zwei Felder, das hatten wir hier oben gesehen, es hat einmal ein Argument und ein Output. So, das Argument von Object wird mit einer Liste gesetzt, die Length lang ist, also 10 Millionen Einträge hat. Dann wird die zentrale Funktion auf das Result-Objekt als Argument angewandt und die Funktion func gibt ein bool zurück, und zwar eigentlich immer true. Jetzt sagen wir also, if die Funktion gibt true zurück, was immer der Fall ist, wenn es keine Schwierigkeiten beim Durchlauf gibt, dann holen wir aus dem Struct-Objekt ein Output als Out wieder raus. Wir holen uns den ersten und letzten Eintrag und am Ende wird das alles ausgeprintet. Und zwar der erste Eintrag, der letzte Eintrag, der drittvorletzte, oder der, nee, der zweitvorletzte und der vorletzte Eintrag. Die Funktion, was macht sie als erstes? Sie nimmt das Objekt auseinander, oder es holt sich das Argument raus. Sinn des Ganzen hier war es ja gerade einmal, verschiedene Funktionen von Python, typische Funktionen hier mit einzubauen, dass man Felder assigned oder auch Felder abfragt. In dem Fall fragen wir also ein Feld ab, da gibt mir das Argument raus. So, und dann gibt es einen Check, ob das Argument zu kurz ist oder nicht, und dann greifen wir uns ein Element raus. So, dann initialisieren wir ein Element der Progress-Klasse. Das war die Klasse gleich darüber. Die Aufgabe der Progress-Klasse ist es dann hier unten, da diese Fortschritte in Prozent anzugeben, wie weit die Funktion durchevaluiert hat. Und dann legen wir auch schon das Output-Element an, das ja dann schlussendlich unserem Struct oder unserer Data-Klasse wieder angehangen wird, ganz am Ende. Bevor es angehangen wird, muss es erstmal berechnet werden. Dazu durchläuft es, jetzt wird erstmal der erste Eintrag wird auf 1 gesetzt und dann gibt es hier eine Vorschleife, wo ich mit Zip und Enumerate arbeite, also mit Generatoren, weil Python einem das ja bietet. So, und dann gibt es eine In-Place-Modifikation von out 0. Danach gibt es eine if-Abfrage. Ja, hier auch wieder die Idee war, weil ja immer gesagt wird, for, if, while zu verschachteln ist bei Skriptsprachen wie MATLAB oder Python relativ langsam. Also habe ich genau diese Elemente verschachtelt. So, es wird also geguckt, ob i im Augenblick gerade oder ungerade ist, und je nachdem wird eine leicht abgewandelte Rechenoperation ausgeführt, die
die Exponentialfunktion, Absolutbetrag, Produkt, Summen, Sinus, Produkt, Logarithmus, noch mehr Sinus, die also verschiedenste mathematische Funktionen einbindet. Was berechnen wir hier? Gar nichts, das ist absoluter Nonsens. Es geht eben nur darum, möglichst viele mathematische Funktionen zu involvieren. Und am Ende wird von unserer Progress-Klasse wird dann also gecheckt, ob es ein Progress-Printout in der Konsole geben soll. So beim Progress, ja, der Progress berechnet und guckt nach, ob er in die Konsole schreiben soll. Und wenn ja, dann schreibt er den Progress, schreibt er den Fortschritt in die Konsole. ja, und das war's. Das ist das gesamte Python-Skript. Schauen wir auf das C-Skript, werden wir feststellen, also ich habe versucht, wirklich so nah wie es nur geht, an diesem Python-Skript dran zu bleiben. Wir haben hier das Result-Struct, so wie wir auch im Python die Result-Datenklasse hatten. Haben wir hier also das Result-Struct. Da geht ein Double-Array-Argument und ein Double-Array-Output mit rein. Hier allerdings müssen wir uns zusätzlich, schließlich ist das die Programmiersprache C, mit abspeichern, wie lang das Array eigentlich ist. Die Klasse Progress, ich kann keine Klassen in C programmieren. C ist keine objektorientierte Programmiersprache. Was macht man stattdessen? Man schreibt ein Struct und dann Funktionen für dieses Struct. Also Funktionen, die als erstes Argument eine Instanz des Structs annehmen und dann eben die üblichen Parameter. Das heißt, so zum Vergleich, wir hatten jetzt hier bei Python, dass die Klasse Progress hatte zwei Funktionen, die Initialisierungsfunktion und die PrintProgress-Funktion. Bei der Initialisierungsfunktion werden drei Argumente eigentlich, Self, A und B, übergeben. Dann gibt es hier drin ein Check und dann wird A gespeichert. Es wird eine Länge als b minus a gespeichert und es wird eine Memory als 0 initialisiert. Und hier haben wir auch ein init progress. Und wenn wir dann in die Implementation reingucken, dann stellen wir fest, so init progress nimmt eine Instanz des Structs an, a und b. Dann wird als erstes geprüft, wird dieselbe Prüfung durchgeführt wie im Python. Dann wird a abgespeichert, dann wird die Länge als b minus a abgespeichert und die Memory wird mit 0 initialisiert. Ja, wie gesagt, ich habe versucht, sehr nah an der Python-Variante dieses Algorithmus zu bleiben. Und wir haben natürlich in unserem Header auch nochmal die Funktion deklariert. Als kleiner Unterschied zu Python, in C gibt es Stand jetzt noch keine Boolean als Datentyp. Sie kommen wohl mit dem nächsten Standard hinzu, aber im Augenblick ist wie eh und je das Integer, das als boolscher Wert fungiert. Also die Funktion gibt ein Int zurück, nimmt als Argument aber ein Result-Struct-Objekt an, genauso wie wir das auch in Python hatten. Hier hatte die Funktion f ein Boolean zurückgegeben und eine Result-Data-Klasse als Argument angenommen. Gucken wir die Implementation. Auch sie ist nahezu identisch oder so gut es eben ging, sehr nah an der Python-Variante dran. Wir holen uns erst das Argument ab. Wir prüfen, ob das Argument lang genug ist. Ja, hier müssen wir also das len-Argument-Feld aus dem Struct abholen und prüfen. Dann legen wir den dritten Eintrag auf die Variable x2 ab. Wir initialisieren das Progress-Struct und führen die init-progress-Funktion darauf aus. Wir allokieren ausreichend viel Speicherplatz für die Antwort, für den Output, und setzen ganz vorne den ersten Eintrag auf 1. Das hatten wir hier auch, ja, out wird auf 1 gesetzt. Hier kommt jetzt also ein relativ großer Unterschied. In Python hatten wir ja hier mit Zip und Enumerate, also mit Generatoren gearbeitet. Das können wir in Python nicht uneingeschränkt, Entschuldigung, das können wir in C nicht uneingeschränkt tun. Stattdessen definiere ich eine Laufvariable i als size t, die von 1 bis einschließlich des vorletzten Eintrages vom Argument läuft. Ja, i kleiner Objektlen Argument minus 1.
I++. So, dann das, was der Generator für uns automatisch erledigt hat, ja, hier also xi minus 1, xi, xi plus 1, also ein Nachbarschaftstriplet aus x zusammenzustellen, das müssen wir in C jetzt manuell vornehmen. Das heißt, ich definiere mir xi minus 1 als x von i minus 1, xi und xi plus 1. Das ist überflüssige Arbeit. Das war von einer Vorversion des Algorithmus, da war es wichtig, einen temporären Wert zu haben. Gelöscht. So, können wir also gleich nochmal ausführen. Das heißt also, C dürfte wohl geringfügig schneller sein im Vergleich zu Python. Wie dem auch sei. So, out 0 wird in place manipuliert. Genauso wie es im Python der Fall war. Ja, es wird ausmultipliziert mit 1,0025 plus 0,1 mal Sinus xi. 1,0025 plus 0,1 mal Sinus xi. Dann haben wir hier auch wieder die if-else-Schalte, wo geguckt wird, ob die Laufvariable i gerade ist oder nicht. Und entsprechend werden dann die mathematischen Operationen angewandt. Wie über Python auch wieder die Exponentialfunktion, der Absolutbetrag, Produkt, Sinus, Logarithmus. So. Und am Ende wird geprüft, ob ein Progress in die Konsole geschrieben werden muss. Also hier so eine Prozentanzeige. Am Ende wird das letzte Element auf 42 gesetzt. Das war in der Python-Version auch schon so. Dann wird alles an das Result-Struct angehangen, inklusive der Länge des Outputs. Und das implementiert die Hauptfunktion. Die Main-Funktion funktioniert auch völlig analog zur Python-Version. So, und damit kommen wir zurück hier zu unserem Konsolenschriebs. Ich kompiliere jetzt also die C-Bibliothek nochmal. So, jetzt führen wir als erstes die C-Funktion aus. Es gibt keine große Änderung. Jetzt führen wir die Python-Version nochmal aus. Also man sieht schon optisch, dass Python hier irgendwie länger braucht. Aber es bleibt letztlich dabei, C 0,6 Sekunden, Python 5,67 Sekunden. Dann nehmen wir doch Python glatt mal so. 5,678 Sekunden durch 0,613. 9,26. Python hat Pi mal Daumen 9 mal länger gebraucht, als C es getan hat. Ja, wir haben hier auch mal Python 3.10 am Start. Denn so, genau, Python 3.10, okay, wunderbar. Es hieß ja, Python 3.11 soll so viel schneller sein, als Python 3.10 es war. Schauen wir uns das mal an. Und vielleicht mal mit der Timing-Funktion. Komma 1,0 Sekunden. Oh ja, Python 3.11 ist definitiv schneller. Huiuiui. Allerdings sind Python 3.10 und 3.11 immer noch deutlich näher beieinander, als einer von beiden es zur C-Version des Algorithmus ist. Wie dem auch sei, das war so ein kleines Video, das ich zwischenschieben wollte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.